während die Serie A mit Cristiano Ronaldo, Juventus Turin, wieder deutlich attraktiver geworden ist, versinkt Italiens Serie B im Chaos. Lediglich 19 statt wie üblich 22 Clubs können an der Meisterschaft teilnehmen. Das sogenannte Garantiekollegium von Italiens Nationalem Olympischen Komitee CONI hat entschieden, dass in der Serie B nur 19 Teams mitspielen dürfen, wie bereits im August der Sonderkommissar des Fußballverbandes FIGC, Roberto Fabrizini, beschlossen hatte. Fabrizini hatte drei Serie B-Clubs die Lizenz verweigert, weil sie die finanziellen Auflagen nicht erfüllten. Dagegen hatten die Vereine beim CONI Einspruch eingelegt. Das Gremium lehnte jedoch mit 3-2 Stimmen den Widerspruch ab. Kommissionspräsident Franco Frattini, Ex-Außenminister und Ex-EU-Justizkommissar, der die Anträge der Clubs annehmen wollte, wurde überstimmt. Punkt. Die betroffenen Clubs geben sich jedoch nicht geschlagen, sie werden sich nun sehr wahrscheinlich an das Verwaltungsgericht wenden.